Also komme ich jetzt zu neuer Folge Fortnite. Ich sage euch mal, wir waren schon wieder Battle Pass. Bin schon wieder 29. Also die Herausforderung habe ich. Also diese Woche muss ich sagen, war etwas leicht. Also im Gegensatz zu der anderen Season. Also zur ersten Woche. Da brauche ich noch zwei. Dann noch vier Kisten, da habe ich es auch schon wieder geschafft. Jetzt zeige ich jetzt mal den neuen Modus. Mal schauen, wie der ist. Vielleicht kennt ihr ihn, ich erkläre es ihm kurz, dass er so ein Infinity-Handschuh ist. Wer den Handschuh hat, wird zu so einem komischen Typen. Der, also zu dem wird man dann, das ist einer von Marvel, so ein Superheld. Er hat 1000 Leben, also 700 normales Leben und 300 Schild. Hat noch keine Runde bis jetzt gespielt, weil manche gesagt haben, dass das ein Bullshit ist, dass es schlecht ist. Ich teste einfach mal aus, ich spiele mal noch Ründchen. Es ist genauso wie bei Blitz, also bei Blitz-Dings, wo die Zone schon von Anfang an kommt. Wir schauen uns einfach mal an, ich würde es mir gerne mal anschauen. Und auch mein eigenes Bild dazu haben. Sag ich was mal, Meinung dazu. Könnt ihr mal sagen, was, vielleicht was ihr guckt, das ist dieser. Also zu diesem Typen. Der hat vier verschiedene Thanos. Ist der. Also müssen wir wahrscheinlich schauen, wo der Handschuh sich befindet. Und den müssen wir eigentlich sozusagen holen. Hier, wir müssen eigentlich schon in die Zone. Weil in der Zone ist der Handschuh irgendwo. Also er wird dann in der Zone kommen mit so einem Asteroid. Wo der ist der Handschuh. Schauen wir mal. Also es kommt ein Asteroid auf die Erde gekracht. Nach dem werden dann alle suchen. Also ich denke mal fast alle. Und wer den hat, hat er den Handschuh. Und kann dann das, der ist wirklich sehr, sehr OP. Er kann durch alle Wände durch. Also seht ihr einfach selbst, wenn ich ihm, oh, weiß Gott, das Internet macht schon wieder Auge. Man vielleicht mal den Begegner. Da sage ich, haut rein. Okay. Muss ja noch Kills machen. Und irgendwie gelegen. Vielleicht schwitze ich doch gar nicht auf den Typen zu holen, sondern einfach nur, oh, eine Festung, sondern einfach nur auf meinen Kills, die ich machen muss mit einer Kettenwerfer. Einfach zwei Gegner mit getötet, fertig ist das. Der Handschuh. Alles, hey, ich habe ihn doch gesehen. Ich bin dämlich, Jungs, das könnt ihr zuerst sagen. Ich wurde echt dämlich. Geh ficken, Alter. Also das war's komplett von der Geschichte. Raketenwerfer. Hätte ich schon mal zwei Kills machen können. Nein, ich musste so also dämlich sein und in seine hässliche Falle reinrennen. Ich bin doch so ein Idiot, aber zwar hoch 10. Ich habe gedacht, ich überlebe das, aber ich habe kein Schild gehabt. Und sonst ich sagen, wenn der Meteorit auf die Erde kracht. Das war eine. Das war's komplett. Also da könnt ihr jetzt echt nichts sagen. Das war so dämlich von mir. Ich gehe einfach jetzt Retail Rose, um ein paar Kisten zu looten. Manchmal sind die Aufgabe noch fertig, wenigstens. Da muss ich auch irgendwie ein bisschen schwitzen für die eine Aufgabe. Okay, schnell, ich hoffe. Vielleicht geht auch gar keiner hin dann.
Wäre lustig. Könnte ich meine 7 Kisten machen. Nice. Wäre lustig. Aber ich denke mal, einer kommt da mit, weil dann denkt sich auch so, ja komm, da geht eh was keiner hin. Kann man sich schnell die Kisten gönnen. Weißt du? Wer sich das gehen lässt. Glaube ich nicht. Lol. Lol. Lol, 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 warte mal. Hier ist keiner. Nutzt es aus. Wenn er wirklich diesen. Okay, dafür muss ich sagen, da muss ich den Spielmodus ein bisschen loben. Dafür ist er gut. Dass man sich hier seine Kisten schnell snacken kann, alle, die man braucht. Zwei sogar schon. Alles habe ich gewusst. Häng nicht. Da kommt er. Irgendwo auf der Erde ist er jetzt gekracht. Ich hab ihn gehört. Vielleicht hat ihn auch schon jemand. Da geh ich schnell woanders noch hin. Ich brauche noch 3 Kisten. Was ist das? Da drüben ist er. Ach, der ist in der Stadt. Ach, der war da schon. Thanos wurde schon gefunden. Ach, die Sonne kommt ja schon. Ich muss los, Bruder. Ah ne, weißt du was, scheiß drauf. Ich gönne mir jetzt noch hier oben die Kiste. Jetzt mal. Ja. Na, Jungs. Das ist euer Ernst jetzt nicht, oder? Da muss ich los. Nach 5 Schaden, ne? Ich habe meine ganzen Kisten. Aufgabe erledigt. Easy, ne? Seht ihr, wie viel Schaden die das macht? Ihr könnt eigentlich komplett verkaufen gehen. 5 Schaden macht die. Das schafft man gar nicht. Okay, seht ihr. Na gut, dann bekommen die keine Discard. Also das ist halt so auf jeden Fall epischer Sieg, weil er ist so OP. Kann kein Mensch erzählen. Bei Eliminierung ausführen mit explosiven Waffen. Dann gehe ich hier bei meinem Hut, Shifty. Alter, nice. Also ich muss sagen, aber der neue Spielmodus fuckt mich ein bisschen ab. Weil eine goldene Scar findet man aber. Naja. Naja, was soll's, scheiß drauf. Die eine ist so geil. Wollen wir jetzt ein bisschen schwitzen? Shifty. Weil irgendwas Explosives zu finden und bei Gegner zu töten. Das ist anders nervig.
Weil, naja. Nee, nicht so der Typ für Explosives, also mit Granaten und so Ferntieren. Also mit Raketenwerfer ist ja easy, muss ich sagen, easy das. Aber mit hier Granaten und so ist es doch schon etwas anders. Ach komm, das war's komplett. Okay, das geht, das geht. Gibt die keiner gelandet? Das ist was. Noch nicht, ihr könnt aber noch hier kommen. Ach, heben wir, das heben wir mal auf. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist auch ein Dämon, der hat sich verraten sogar. Die Frage ist, er unten, ist er oben? Eigentlich ist man nicht so dem verrät sich. Hab doch gesagt, in der Hut liegt immer Sprengstoff. Ich werde auch so viel klatschen dann einfach. Nein, nein, du Hurensohn. Du Hurensohn, halt's Maul. Scheiß Hurensohn, Alter. Das kratzt mich an. Egal, scheiß drauf. Ich beende jetzt mal die Folge für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das war der Fail, Fail, Fail. Digga, das laber ich, scheiß drauf. In der nächsten Folge wieder, da habe ich bestimmt diese Herausforderung dann geschafft. Bis dahin, war's gut.